Sehr geehrter Herr Professor Aßmann, lieber Herr Professor Kircher, lieber Tobias Amslinger, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer sechsten Thomas-Mann-Lecture, die zusammen vom Thomas-Mann-Archiv an der ETH-Bibliothek und der Professur für Literatur und Kulturwissenschaften Andreas Kircher an der ETH Zürich veranstaltet wird. 2 Jahre haben wir Wissenschaft und Vorträge im virtuellen Raum stattfinden lassen müssen. Jetzt sind wir wieder vor Ort und gehen miteinander um, wie es geistbeseelte Wesen angemessen ist, und treffen nach 2 Jahren der Pandemie wieder im physischen Raum aufeinander. Sie sehen, der Raum ist voll, wir sind voller Begeisterung und ich glaube, man spürt, dass diese Begegnung auch in der Physis durchaus eine andere Qualität hat als die virtuelle. Die Thomas-Mann-Lecture findet erstmals also wieder vor Ort statt im ETH-Hauptgebäude. Darüber freuen wir uns besonders, denn hier im Hauptgebäude der ETH Zürich hat das Thomas-Mann-Archiv nach 6 Jahren provisorischer Überwinterung auf dem Campus Hengerberg seinen definitiven Standort für einen hoffentlich ewigen Sommer gefunden. Nun ist das Thomas-Mann-Archiv zurück im Zentrum und wir arbeiten mit voller Kraft daran, am Aufbau einer neuen Ausstellung, deren Eröffnung bereits im kommenden Jahr hier im Hauptgebäude vorbereitet wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Begeisterung für eine Corporalis Congressio in Spatio Reali, wie der Lateiner sagen würde, also eine Begegnung im physischen Raum, schließt keinesfalls aus, dass ich auch die Online-Teilnehmer dieser Lecture ebenso auf das Herzlichste begrüße. Für alle, die der deutschen Sprache nicht oder nur teilweise mächtig sind, gebe ich keinen Hinweis auf eine lateinische, sondern auf eine englische Simultanübersetzung. Meine Damen und Herren, im Rahmen unserer jährlichen Thomas-Mann-Lecture werden international renommierte Persönlichkeiten der Literaturwissenschaft an die ETH Zürich eingeladen. Die Forschungsinteressen und die Forschungstätigkeiten, was ja nicht immer deckungsgleich sein muss, unseres heutigen Redners gehen weit über die Disziplin der Literaturwissenschaft hinaus. Professor Jan Aßmann ist Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler und seit Jahrzehnten forscht er zum kulturellen Gedächtnis, und zwar gemeinsam mit seiner Gattin Aleida Aßmann, die heute auch hier anwesend ist und die ich herzlich begrüße. Professor Kircher wird Ihnen im Anschluss Jan Aßmann gleich näher bringen. Ich kann mich darauf beschränken, ihn als einen ausgewiesenen Kenner und Spezialist für die Werke Thomas Manns vorzustellen. Er ist Mitherausgeber der Josefsromane in der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe für all diejenigen, denen das etwas sagt, die zusammen mit dem Thomas-Mann-Archiv der ETH-Bibliothek im S. Fischer Verlag entsteht. Dieses monumentale, vierbändige Romanwerk Thomas Manns, das zwischen 1933 und 1943 erschien, steht auch im Zentrum unseres heutigen Vortrags. Jan Aßmann spricht über Thomas Manns Morgenlandfahrt, die Josefsromane. Wir werden hören, was es mit dieser Morgenlandfahrt auf sich hat und wie sich Thomas Mann, ähnlich wie der befreundete Schriftsteller Hermann Hesse, in einer krisenhaften Zeit literarisch behauptete. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur so viel, dass ich Sie bereits jetzt alle im Anschluss an den Vortrag von Jan Aßmann herzlich zu einem Apéro draußen einlade. Bevor ich das Wort weitergebe an den Kuratoriumspräsidenten Andreas Kircher für die Einführung, möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken bei Herrn Professor Kircher für sein Engagement im Rahmen der Thomas-Mann-Lecture und selbstverständlich auch bei Tobias Amslinger, meinem Kollegen, dem Leiter der Literaturarchive an der ETH-Bibliothek und seinem Team, sowie den Kolleginnen und Kollegen der ETH-Bibliothek, die bei der Vorbereitung und Durchführung tatkräftig unterstützt haben. Allen ganz herzlichen Dank und nun Andreas Kircher. Ja, vielen Dank, lieber Herr Beil, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen auch von meiner Seite, lieber Jan Aßmann, lieber Aleida Aßmann in Zürich. Und man muss sagen, willkommen genauer auch an der ETH Zürich, eben jener Einrichtung, die das echte Privileg hat, Thomas Manns Nachlass seinem Willen entsprechend aufzubewahren und der Forschung und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Nun wurde gesagt, ich würde Jan Assmann stellen. Die Frage, die dahinter steht, ist, muss man Jan Assmann überhaupt vorstellen? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Sie wissen längst, dass er als Ägyptologe an der Universität Heidelberg jahrzehntelang gewirkt hat, bis 2003. Und ich will trotzdem einige Dinge hinterher schieben oder einige Dinge präzisieren, die vielleicht nicht so bekannt sind, die auch eben, was schon angesprochen wurde, über dieses Fach Ägyptologie hinausgehen, obwohl natürlich diese Kompetenz uns natürlich heute besonders interessiert. Er war vielfach Gastprofessor, unter anderem am Collège de France, an der École pratique des hautes études, an der Hebrew University in Jerusalem, an der Oxford University in Yale, Chicago. Er hat viele Ehrendoktorwürden erhalten, unter anderem an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, auch in Yale, an der Hebrew University. Er ist Mitglied vieler Gesellschaften, wie zum Beispiel der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Er hat viele Preise erhalten, unter anderem den Max-Planck-Forschungspreis, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, den Karl-Jaspers-Preis zusammen mit Aleida Assmann, den Balzan-Preis ebenfalls gemeinsam mit Aleida Assmann und den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und auch dieser gemeinsam mit Aleida Assmann. Woraus natürlich schon erkennbar ist, dass die beiden auch ein starkes Team sind, das Land auf, Land ab sehr bekannt ist. Wenn ich etwas zur Forschung sagen müsste, müsste ich hier ein Lebenswerk vorstellen. Das kann ich natürlich nicht ansatzweise richtig tun hier. Dutzende von Monographien und Sammelbänden liegen vor, hunderte von Aufsätzen. Ein enorm produktiver Wissenschaftler ist Jan Assmann. Seine Forschung ist tatsächlich ausgehend von der antiken Welt, gehend von dem alten Ägypten, aber eben weit darüber hinaus. Man kann sagen, was Jan Assmann vorgelegt hat, ist eigentlich eine Art Archäologie unserer Kultur, unserer Kulturgeschichte. Es sind Antworten auf die Fragen, was macht unsere Kultur aus? Wo ist sie fundiert? Wo kommt sie her? Was sind die historischen und ideellen Voraussetzungen? Und was sind ihre Tiefen? Als Ägyptologe sind diese Interessen dann fokussiert durchaus auch auf Fragen der Religion und der Philosophie, wie zum Beispiel der Begriff Ma'at, Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten Ägypten oder Tod und Jenseits im alten Ägypten, Stein und Zeit, Mensch und Gesellschaft im alten Ägypten, Ägypten eine Sinngeschichte, aber auch die Rezeptionsgeschichte von Ägypten interessierte und interessiert Jan Assmann, etwa mit einem Buch mit dem Titel Weisheit und Mysterium, das Bild der Griechen von Ägypten oder dann bis hin zu Freud, Moses der Ägypter, Entzifferung einer Gedächtnisspur. Ägypten ist tatsächlich eine Vorstellung, eine Imagination, die weit in die Moderne hineinreicht. Und auch dies ist es, was Jan Assmann erforscht, bis in die Musik. Aber eben über die Ägyptologie hinaus sind es auch übergreifende Themen, die ihn interessieren und zu denen er wiederum Bücher vorgelegt hat, zum Beispiel die Entstehung des Monotheismus, natürlich verknüpft mit Ägypten, aber zum Beispiel in die altisraelische Geschichte hinausgehend. Das Stichwort, der Auszug der Israeliten aus Ägypten hat ihn in dem Zusammenhang besonders beschäftigt. Auch um zu verstehen, was ist eigentlich die Wurzeln des Monotheismus, wo liegt die Wurzel des Monotheismus, die ja auch in der Gewalt, zunächst aber auch im Unterschied, die mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus heißt hier ein Buch, oder eben Monotheismus und die Sprache der Gewalt. Und dann noch weiter sind die Forschungen zum Begriff des kulturellen Gedächtnisses angelegt, die er insbesondere eben auch gemeinsam mit Aleida Assmann betrieben hat, basierend auf dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses von Maurice Halbwachs, dann aber mündend in einer Vielzahl von Studien, die sehr grundlegend eben Fragen der Religions- und
Kulturgeschichte, der Kulturwissenschaft beantworten, wie zum Beispiel Begriffe, Stichworte wie Verwandlung, Vollkommenheit, Magie und Religion und so weiter. Nun müssen wir aber zu Thomas Mann kommen und damit interessanterweise zurück nach Ägypten. Über Thomas Mann zurück nach Ägypten. Unter den Preisen hätte ich nennen können, dass Jan Assmann auch den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck erhalten hat im Jahr 2011. Ich denke zurückgehend auf eine Monographie mit dem Titel Thomas Mann und Ägypten, Mythos und Monotheismus in den Josephs Romanen 2006 bei Beck erschienen. Das war sicher der Startpunkt der großen, oder sicher nicht der Startpunkt, aber es war für die größere Öffentlichkeit ein Startpunkt der Wahrnehmung, dass sich Jan Assmann eben insbesondere auch mit den Josephs Tetralogie auseinandergesetzt hat. Und man muss sagen, dann eigentlich die logische Folgerung, dass die lange erwartete neue kritische Ausgabe der Josef-Romane von Thomas Mann eben mit von Jan Assmann ediert wurde. Ein monumentales Werk, muss man sagen. Es gibt monumentale Werke, deren Edition ein monumentales Werk ist. Wenn man in den Kommentar reinschaut, wird man sich davon sehr schnell überzeugen. Es ist ein Meisterwerk der Edition, ein Meisterwerk der Kommentierung. Man muss sich vorstellen, hinter diesen Romanen von Thomas Mann steht eine ganze Bibliothek. Thomas Mann hat die als seine orientalische Bibliothek bezeichnet. Er hat im großen Stil gelesen, exzerpiert. Die Bücher kann man übrigens in der Thomas-Mann-Bibliothek sehen. Einerseits physisch, aber auch virtuell. Dazu kann ich Sie gerne einladen. Die Bücher nämlich, die Thomas Mann angestrichen hat, kommentiert hat. Diese Anstreichungen haben wir in einem Projekt in den letzten Jahren erforscht. Und gerade die Bücher, die er für die Josephs-Romane gelesen haben, die sind erhalten und geben einen Eindruck davon, eben was nötig war, um diese vier Romane zu kommentieren. Also ein riesiges Werk, das von Thomas Manns Wissen, seiner Gelehrtheit einerseits zeugt, aber natürlich auch ja, von seiner Bezogenheit auf die Zeitgeschichte. Denn der Roman ist natürlich auch, so kontrapunktisch er zu der Zeit steht, zu der er entstanden ist, er steht auch in dieser Zeit. Man könnte diesen Roman, diese Tetralogie, dieser Roman ist viel zu wenig gesagt, als eine Art Urgeschichte der Menschheit verstehen, inspiriert zunächst nur scheinbar auch von einer Reise, einer Morgenlandfahrt, wir werden sicher davon hören, eben nicht nur von Gelehrsamkeit, nicht nur von Bücherwissen, sondern eben auch von einer Fahrt, von Erfahrung. Mit der Idee auch, die nicht immer ganz direkt rüberkommt, mit der Idee, quasi diese Geschichte zu erzählen, auch als Kontrapunkt zu der Zeitgeschichte, in der diese vier Bände erschienen sind, nämlich zwischen 1933 und 1943. Der erste Band ist erschienen, als Thomas Mann schon im Zürcher Exil war. In Küsnacht, genauer am Zürichsee, der letzte Band 1943, da war Thomas Mann in Pacific Palisades bei Los Angeles. Fahrten gibt es hier also zahlreiche, Fahrten nicht nur ins Morgenland, sondern auch weit ins Abendland, eben bis in den äußersten Westen. Während diese Romane aber die Fahrt in den Orient antreten, interessanterweise aber beginnend mit einer Fahrt in die Hölle, denn Höllenfahrt ist der Anfangspunkt des ersten Romans und ich bin sehr gespannt, nicht ob die Höllenfahrt auch Teil dieser Fahrten ist, die Jan, du gleich uns vor Augen führst, sondern wie diese Fahrten aussehen. Wir freuen uns sehr auf diesen Vortrag, Thomas Manns Morgenlandfahrt, die Josephs-Romane. Bitte, lieber Jan. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe virtuelle Zuschauer. Bin ich bis hinten hin verständlich? Ist das laut genug, wenn ich so rede? Da meldet sich jemand. Ja, ist gut?
Ja, schön. Gut, dann fange ich an und bedanke mich sehr herzlich für die Ehre, hier diese Thomas-Mann-Lecture halten zu dürfen, für die freundliche Einführung, die freundschaftliche Würdigung, Laudatio von meinem Freund Andreas Kilcher und die wunderbare Betreuung unserer Zürich-Reise durch meinen Freund Tobias Amslinger. Ich bin also sehr froh, hier zu sein und, ja, und Ihnen jetzt von Thomas Manns Morgenlandfahrt berichten zu dürfen. Der Titel meines Vortrags spielt an auf Hermann Hesses Erzählung Die Morgenlandfahrt, die er 1930 begann und 1932 veröffentlichte. Die Morgenlandfahrer, denen er später seinen großen Roman Das Glasperlenspiel gewidmet hat, denkt sich Hesse als einen Geheimbund nach dem unverkennbaren Vorbild der Freimaurerei. Er situiert seine Erzählung in der Zeit nach dem Großen Kriege, worunter bei Hermann Hesse immer der Erste Weltkrieg gemeint ist, in der, wie er schreibt, ein außerordentlicher Zustand von Unwirklichkeit, eine Bereitschaft für das Überwirkliche herrschte, Vorstöße in das Reich einer kommenden Psychokratie. Zu jener Zeit, heißt es weiter, jetzt müssen wir hier mal gucken, zu jener Zeit, da ich dem Bunde beitreten zu dürfen, das Glück hatte, nämlich unmittelbar nach dem Ende des Großen Krieges, war unser Land, das, damit meint er Deutschland, obwohl er das schon in der Schweiz schreibt, war unser Land voll von Heilanden, Propheten und Jüngerschaften, von Ahnungen des Weltendes oder Hoffnungen auf den Anbruch eines Dritten Reiches. In dieser Zeit, in dieser Nachkriegszeit 1926, begann Thomas Mann mit den Vorarbeiten zu seinem gigantischen Romanwerk Josef und seine Brüder, das in vier Romanen von 1933 bis 1943 erschien. Hesse seinerseits machte sich 1930 an seinen großen Roman Das Glasperlenspiel, der 1943 in Zürich erschien und ihm 1946 den Nobelpreis für Literatur eintrug. Da Hesse seinen Großroman explizit den Morgenlandfahrern widmete, darf man wohl dieses Projekt als seine geistige Morgenlandfahrt verstehen. Deshalb möchte ich den Begriff der Morgenlandfahrt entsprechend verallgemeinern. Es handelt sich also um eine geistige Reise, vorzugsweise nach Osten, heraus aus der Gegenwart, sowohl im räumlichen als auch im zeitlichen Sinne. Der erste Morgenlandfahrer in diesem Sinne war natürlich Goethe, der Leitstern Hesses und Thomas Manns. Goethe brach 1814 zu einer poetischen Orientreise auf, deren Ergebnisse er dann 1819 als westöstlicher Divan veröffentlichte. Wirkungsvoller hätte er diesen Aufbruch nicht inszenieren können, als mit seinem Eingangsgedicht, überschrieben Hegire, ausgesprochen Egir, das ist Französisch für Hedschra, die Auswanderung Mohammeds und seiner Anhänger von Mekka nach Medina. Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, flüchte du im reinen Osten, Patriarchenluft zu kosten. Goethes westöstlicher Divan versteht sich also als eine geistige Auswanderung aus dem Europa einer anderen Nachkriegszeit, nach dem Ende der Napoleonischen Kriege und ihrer, also dieser Nachkriegszeit, ihrer repressiven, restaurativen Atmosphäre, die dann in den Metternichschen Reformen gipfelte. Auf einer solchen Morgenlandfahrt sind ihm andere später gefolgt. Zu ihnen möchte ich neben Hermann Hesse auch Thomas Mann rechnen.
Thomas Mann war 1925 im wörtlichen Sinne ins Morgenland gereist. Eine dreiwöchige Mittelmeerreise bringt ihn auch nach Ägypten. Darüber schreibt er 1925 in der Vossischen Zeitung vom 12. April. Das Morgenland, doch, ich habe es aufgenommen. Ich trage zeitloser Bilder mit fort, die unverändert sind seit den Tagen der Isis und der sperberköpfigen Götter. Ich sah die braunen Männer von Keme, die Schöpfeimer hochziehen an den Lehmufern des Nils, den Ackersmann mit Urgeräten, den heilig gedüngten Boden bestellen, den Ochsen das Wasserrad drehen. Ich sah das Kamel, das weise, schäbige, nützliche, alte, Jahrtausende im Blick seines grotesken und klugen Schlangenkopfes. Noch immer sehe ich es bepackt mit Turbanreitern, eins hinter dem anderen, in langer Zeile am Horizont hinziehen. Ich werde es immer sehen, wenn ich will. Das Morgenland ist doch mein geworden. In München zurück beginnt er mit den Vorarbeiten zu seinem Romanwerk, das er als eine Zeitreise in den Brunnen der Vergangenheit inszeniert. Das ist diese Höllenfahrt, auf die Andreas Kilcher schon hingewiesen hat. Eine Zeitreise, die ihn ins 14. Jahrhundert vor Christus führt und sowie räumlich nach Kanaan. So möchte ich Thomas Manns gewaltiges Romanwerk als eine geistige Morgenlandfahrt verstehen, die ihn für 16 Jahre der immer unerträglicher werdenden Gegenwart von Nazi-Terror und Krieg entrückt, ebenso wie Hesse entrückt und gestärkt wurde, auf seiner geistigen Morgenlandfahrt in Gestalt seines Hauptwerks »Das Glasperlenspiel«. Es galt für mich zweierlei, schrieb er 1955 an Rudolf Panwitz, einen geistigen Raum aufzubauen, in dem ich atmen und leben konnte, aller Vergiftung der Welt zum Trotz, und zweitens den Widerstand des Geistes gegen die barbarischen Mächte zum Ausdruck zu bringen und womöglich meine Freunde drüben in Deutschland im Widerstand und Ausharren zu stärken. Auch für Thomas Mann war die Arbeit am Josef-Projekt, wie er in einem Brief an seinen Sohn Klaus Mann vom 24. Januar 1942 schrieb, meine Stütze und mein Stab seit unserer Nichtwiederkehr nach Deutschland. Ich bin diesem Werke dankbar, dass mir Stütze und Stab war, auf einem Wege, der oft durch so dunkle Täler führte. Das schreibt er in seinem Essay 16 Jahre, wo er Rechenschaft ablegt über die Arbeit an den Josefsromanen. Und Stütze und Stab, das kommt auch in anderen Briefen vor, zum Beispiel an Martha Linde vom 7. Oktober 1944. Noch dramatischer hat Hesse die rettende, heilende Kraft des Schreibens in seiner Morgenlandfahrt beschrieben. Deren fiktiver Autor und Protagonist, hinter dessen Initialen H.H. unverkennbar Hesse selbst steht, rettet sich mit dem Projekt, über die Morgenlandfahrt des Bundes ein Buch zu schreiben, um das Leben zu retten, indem ich ihm wieder einen Sinn gebe. Für ihn war das Buch trotz der Unmöglichkeit, das ungeheure Erlebnis zu erzählen, die einzige Möglichkeit meiner Rettung vor dem Nichts, vor dem Chaos, vor dem Selbstmord. Aber auch für den Morgenlandfahrer Thomas Mann galt, wie für Hesse, zweierlei. Sich mit seinem Romanprojekt einen geistigen Raum aufzubauen, in dem er leben und atmen konnte. Und zweitens den Widerstand des Geistes gegen die barbarischen Mächte zum Ausdruck zu bringen. Hesses und Thomas Manns Morgenlandfahrten sind im Widerstand gegen den Ungeist der Zeit entstanden. Um dieses Doppelmotiv der Überlebenshilfe und des Widerstands möchte ich die Metapher der Morgenlandfahrt bereichern und in diesem Sinne diesen beiden Morgenlandfahrern noch einen dritten Mitreisenden zugesellen, der in denselben Jahren zu einem vergleichbaren Großprojekt aufbrach, dem Philosophen Karl Jaspers. Karl Jaspers
Buch vom Ursprung und Ziel der Geschichte ist ungefähr gleichzeitig mit Hesses Glasperlenspiel entstanden und lässt sich ebenfalls als eine Morgenlandfahrt beschreiben. Auf den Nationalsozialismus, der ihn 1937 mit Lehrstuhlentzug und Publikationsverbot mundtot gemacht hatte, reagierte er mit einer geistigen Auswanderung. In seiner philosophischen Autobiografie schreibt er: Seit 1937, ich lese jetzt nicht das, ja, hier steht noch etwas mehr, als ich vorlese, habe ich mir durch Lektüre neue Weltkunde erworben. Es geht also um Welt, nicht nur um den Orient. Geistig weilte ich gern in China, dort einen gemeinsamen Ursprung des Menschseins gegen die Barbarei der eigenen Umwelt spürend. Zugleich aber ging das Interesse auf die Menschheit im Ganzen, in der der Grund und der Maßstab fühlbar werden sollte, um sich in der Gegenwart zu behaupten. Also China und Menschheit sind die Stichworte, auf die es hier ankommt. Diese Collage, also Hesse, Thomas Mann, Jaspers, die mutet sie vielleicht willkürlich an. Aber das sind genau die drei Bücher, die ich mit 17 Jahren las und die mich dann motiviert haben zu meiner eigenen Morgenlandfahrt nach Ägypten und die mich ja bis heute zu bestimmten Büchern inspiriert hat. Jaspers Morgenlandfahrt führt ihn räumlich bis nach China und zeitlich bis in die Jahrhunderte um 500 vor Christus, die er als Achsenzeit entdeckte. Für ihn entstand um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus, ich zitiere, der Mensch, mit dem wir bis heute leben. Das heißt, unsere geistige Welt. In diesem Zeitalter, schreibt er, wurden die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute denken. Und es wurden die Ansätze der Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute leben. In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus wie in China entwickelt. In Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf. Griechenland sah Homer, die Philosophen und die Tragiker. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und im Abendland, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. Also, dass das alles uns bis heute so präsent ist, das setzt vor allem Schrift voraus. Wer vom Gewohnten abweicht oder radikal neue Gedanken kommunizieren will, kann nicht hoffen, unmittelbar verstanden zu werden. Nur die Schrift kann das Neue und Große, das Komplexe und Anspruchsvolle über die meist verständnislose Gegenwart hinaus aufbewahren für spätere, empfänglichere Generationen. So entstehen in der ersten Stufe des schriftlich verfassten kulturellen Gedächtnisses die großen Texte. Es setzt aber zweitens Kanonisierung voraus. Den Umstand, dass wir bis heute mit diesen Texten leben, verdanken wir der zweiten Stufe, in der diese Texte zu Klassikern oder zu kanonischen Texten erklärt und zum Gegenstand unablässiger Kommentierung gemacht werden, die dafür sorgte, dass sie trotz des wachsenden Abstands der fortschreitenden Gegenwart zu ihrer Sprache und ihrem Weltbild ununterbrochen und über jede Krise hinweg lesbar und in Kraft blieben. Diese uns noch heute beschäftigende Arbeit am kulturellen Gedächtnis hat für die Entstehung dieses Verstehens- und Erinnerungshorizonts, das heißt die Wirkungsgeschichte nach Gadamer, der großen Texte gesorgt.
Die Achsenzeit ist eine Frage der kulturellen, genauer der interkulturellen Bildung. So schreibt Jaspers. Durch Bewusstsein und Erinnerung, durch Überlieferung geistigen Erwerbes, damit geschieht die Befreiung von der bloßen Gegenwart. Und Aleida Aßmann hat geschrieben, durch Studium, jene spezifisch-humanistische Mischung von Gelehrsamkeit, Erinnerung und Begeisterung, wird ein anachroner Raum transhistorischer Gleichzeitigkeit geschaffen, in den man aus der Gegenwart jederzeit übertreten kann. Als vierten Morgenlandfahrer möchte ich Sigmund Freud mit ins Boot setzen. Sein letztes Buch, das er 1938 im Londoner Exil vollendete und das kurz vor seinem Tod 1939 in Amsterdam erschien, hat eine äußerst bewegte Entstehungsgeschichte. Im Frühsommer 1934 machte sich Freud an ein für ihn sehr ungewöhnliches Projekt. Er begann einen historischen Roman, einen Moses-Roman. Aus Briefen, aber auch aus dem Werk selbst lässt sich erschließen, was ihn zu diesem kühnen Schritt veranlasst hat. Eine akute Sorge, eine verführerische Anregung und eine zündende Idee. Die akute Sorge galt dem Aufstieg des Nationalsozialismus und seiner judenfeindlichen Politik, in der der uralte Antisemitismus noch einmal ein neues, mörderisches Gesicht angenommen hatte. Die verführerische Anregung bestand in den 1933 und 1934 erschienenen ersten beiden Josefs-Romanen Thomas Manns, die Freud dazu motivierten, etwas Ähnliches über Moses in Angriff zu nehmen. Und die zündende Idee schließlich bestand in der Wiederentdeckung Echnatons und der überraschenden Existenz eines ägyptischen Monotheismus, der die uralten Konstruktionen eines ägyptischen Moses und der ägyptischen Herkunft des von ihm verkündeten Monotheismus in ein völlig neues Licht stellte. In einem Brief vom 30. September 1934 schreibt Sigmund Freud an Arnold Zweig: Ich habe nämlich in einer Zeit relativer Ferien, er hat nämlich seine Kunden verloren, ja, durch den damals schon in Österreich grassierenden Antisemitismus, durch die, wie nennt man das, also diese sehr autoritäre Ständerepublik, die da eingerichtet wurde. Also ich habe nämlich in einer Zeit relativer Ferien aus Ratlosigkeit, was mit dem Überschuss an Muße anzufangen, selbst etwas geschrieben. Und das nahm ich gegen ursprüngliche Absicht so in Anspruch, dass alles andere unterblieb. Der Ausgangspunkt meiner Arbeit ist Ihnen vertraut, also er schreibt an Arnold Zweig. Er war derselbe wie für Ihre Bilanz. Arnold Zweig hatte 1933 Bilanz der deutschen Judenheit veröffentlicht. Angesichts der neuen Verfolgung fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und warum er sich diesen unsterblichen Hass zugezogen hat. Ich hatte bald die Formel heraus. Moses hat den Juden geschaffen und meine Arbeit bekam den Titel Der Mann Moses, ein historischer Roman. Von der ersten Fassung, dem historischen Roman, haben sich 28 handschriftliche Seiten sowie 10 Seiten eines Anhanges kritischer Auseinandersetzung mit Sekundärliteratur, vor allem dem Moses-Buch Hugo Gressmanns, dazu 13 Seiten mit Noten erhalten. Und dieser Anhang nimmt auf den Roman als ein vollendetes Werk Bezug. Auch in dem zitierten Brief schreibt Freud von seinem fertigen Essay. Den Untertitel, ein historischer Roman, ließ Freud allerdings schon im November 1934 fallen, wie aus einem Brief an Max Eitington hervorgeht. Ich bin doch nicht gut für historische Romane. Es bleibt für Thomas Mann. Es muss ihm klar geworden sein,
dass die Verbindung zweier so verschiedener Genres wie des historischen Romans und der wissenschaftlichen Abhandlung in ein und demselben Buch nicht funktionieren kann. Mit seiner Morgenlandfahrt landet Freud am gleichen Ort und in derselben Zeit wie Thomas Mann in Ägypten und Kanaan zur Zeit Echnatons des 14. Jahrhunderts vor Christus. Gemeinsames beiden Projekten, dem Mannschen und dem Freudschen, die prominente Rolle, die beide König Echnaton einräumen, der in einem beispiellosen religiösen Umsturz die traditionelle Götterwelt abschaffte und den exklusiven Kult der Sonne, also eine Art Monotheismus, an die Stelle der traditionellen Kulte setzte. Offenkundig war für Thomas Mann wie für Sigmund Freud der wiederentdeckte Echnaton das zentrale Motiv, sich auf die Morgenlandfahrt zu begeben. Beide wollten ihren Helden, Mose bzw. Josef, so nah wie möglich mit Echnaton zusammenbringen. Bei Thomas Mann ist Echnaton der König, dem der Traum von den 7 fetten und 7 mageren Jahren galt. Bei Freud ist Echnaton der König, dem Moses als vornehmer Ägypter in höchster Stellung nahe dem Thron diente. In einem Brief an Lou Andreas Salomé fasst er diese These sehr klar zusammen. Mose war kein Jude, ein vornehmer Ägypter, hoher Beamter, Priester, vielleicht ein Prinz der königlichen Dynastie, ein eifriger Anhänger des monotheistischen Glaubens, den der Pharao Amenhotep IV. So um 1350 vor Christus zur herrschenden Religion gemacht hatte. Also Amenhotep IV. Nahm dann den Namen Echnaton an. Das ist identisch. Als nach dem Tode des Pharaos die neue Religion zusammenbrach und die 18. Dynastie erlosch, hatte der hochstrebende Ehrgeizige all seine Hoffnungen verloren, beschloss, das Vaterland zu verlassen, sich ein neues Volk zu schaffen, das er in der großartigen Religion seines Meisters erziehen wollte. Er ließ sich zu dem semitischen Stamm herab, der seit den Hyksos-Zeiten noch im Lande verweilte, stellte sich an ihre Spitze, führte sie aus dem Frondienst in die Freiheit, gab ihnen die vergeistigte Aton-Religion und führte als Ausdruck der Heiligung wie als Mittel zur Absonderung die Beschneidung bei ihnen ein, die bei den Ägyptern und nur bei ihnen heimische Sitte war. Was die Juden später von ihrem Gott Yahweh rühmten, dass er sie sich zu seinem Volke auserwählt und aus Ägypten befreit habe, das traf wörtlich zu für Moses. Mit der Erwählung und dem Geschenk der neuen Religion schuf er den Juden. Die Amarna-Zeit umfasst 20 Jahre um die Mitte des 14. Jahrhunderts vor Christus. Thomas Mann und Sigmund Freud besaßen die Kühnheit, ihre Moses- und Josef-Fantasien ausgerechnet in eine Zeit zu verlegen, über die wir durch zahllose Quellen besser als über jede andere Epoche der ägyptischen Geschichte unterrichtet sind. Über keinen Pharao der ägyptischen Geschichte weiß man so viel und so Verschiedenartiges wie gerade über Echnaton, diesen aus dem Gedächtnis und aus der ägyptischen Annalistik vollkommen getilgten Ketzerkönig, den erst die Archäologie des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wieder zutage gefördert hat. Mann und Freud beschäftigte die Frage nach der Herkunft des biblischen Monotheismus, die schon die verschiedensten Autoren seit der Antike beschäftigte, die freilich von Echnaton nichts wussten. Dennoch genügten diese seit Lepsius Wiederentdeckung vergangenen 75 Jahre, Echnaton zu einer Figur aufsteigen zu lassen, die Josef an mythischer Strahlkraft kaum nachstand. 1894 entdeckte der junge James Henry Breasted in seiner Berliner Dissertation, die er übrigens in lateinischer Sprache in Berlin einreichte, die Beziehung zwischen dem großen Hymnus Echnatons und dem 104. Psalm. Kein späterer ägyptischer Text kommt diesem Hymnus so nahe wie der hebräische Psalm.
In seiner vielgelesenen History of Egypt stellte Prestet Echnaton als Religionsstifter und seine Religion als einen reinen Monotheismus dar. Arthur Weigall hat dann in seiner romanhaften Echnaton-Biografie von 1910 den vergessenen König vollends zum Mythos gemacht. Dazu kamen die spektakulären archäologischen Funde. 1887 bis 1894 des Tontafelarchivs mit der diplomatischen Korrespondenz Ägyptens mit seinen umliegenden Großmächten und seinen Vasallen in Kanaan. 1912 bis 1913 der Bildhauerwerkstatt mit den überwältigenden Porträts und 1922 des Tutanchamun-Grabes. Echnatons Auftritt in Thomas Manns viertem Roman, Josef der Ernährer, stellt dann den Höhepunkt der mythischen Karriere dieses vergessenen Pharaos dar. Während der nie in Vergessenheit geratene Josef in seiner biblischen Karriere vom hebräischen Hirtenjungen und vom eingekerterten Delinquenten zum Großvezier Ägyptens aufsteigt, stieg der verfemte Pharao in seiner archäologischen und literarischen Karriere aus über 3000-jähriger Vergessenheit zu einer der bedeutendsten Figuren der Menschheitsgeschichte auf. Mose und Josef aber blieben Figuren der Legende, ohne archäologische Spuren. Freuds Deutung kam unter den antiken Autoren der Geograph Strabon am nächsten. Ihm zufolge beschließt ein ägyptischer Priester namens Moisés aus Unzufriedenheit mit der ägyptischen Religion das Land zu verlassen und wandert mit vielen Gleichgesinnten nach Judäa aus. Strabons Moses verwirft die ägyptische Tradition, die Götter in Tiergestalt darzustellen. Seine Lehre besteht in der Erkenntnis, dass jenes eine Wesen Gott sei, welches uns alle und Erde und Meer umfasst, welches wir Himmel und Erde und Natur der Dinge nennen. Freud war aber der Erste, der den neu entdeckten Echnaton in diesen Jahrtausende alten Diskurs eingebracht hat. Für ihn war klar, dass der monotheistische Gedanke aus Ägypten stammt. Thomas Mann sah das anders. In dem großen Religionsgespräch, das er als Höhepunkt des ganzen Romanwerks plante, ist es Josef, der Echnaton sinnlich-kosmischen Sonnenglauben vergeistigte. Nicht der Sonne, sondern dem Herrn der Sonne sollte der Kult gelten. Bei Freud sind Echnaton der Gebende und Moses der Nehmende. Beim Mann tritt Josef als der Gebende auf. Darin geht es um den Monotheismus, die Verehrung eines einzigen Gottes, worin sich beide, Josef und Echnaton, einig sind. Unterschieden ist nur ihr Begriff dieses einen. Für Echnaton, also ich spreche jetzt über dieses Gespräch, was Thomas Mann da als Höhepunkt seiner vier Romane inszeniert, im vierten, unterschieden ist nur ihr Begriff dieses einen. Für Echnaton ist dies die Sonne als Gestirn. Es ist ja klar, dass alles Leben auf der Erde von der Sonne abhängt. Ohne sie gäbe es weder Zeit durch ihre Bewegung noch Raum durch ihr Licht. Wir könnten uns nicht orientieren. Weder werden noch vergehen. Die Sonne ist unser Vater am Himmel. Im Himmel hält Josef dagegen. Wir sehen ihn nicht. Kein Bild kann ihn darstellen. Nicht die Sonne ist Gott, sondern ihr verborgener Schöpfer und Herr. Der historische Echnaton hätte hier nicht mitgemacht, anders als der Mannsche, der diese Verfeinerung seiner Lehre begeistert aufgreift. Das ist nun genau der Punkt, in dem auch Freuds Moses über die Lehre seines Königs hinausgeht, also über Echnatons Lehre. Der Schritt von der Sinnlichkeit zur reinen Geistigkeit. Der Fortschritt in der Geistigkeit überschrieb Freud das entsprechende Kapitel seines Buchs. Das war auch Thomas Manns Anliegen. Deutlicher konnte man sich vom Ungeist der NS-Zeit nicht abwenden. Sigmund Freuds Grund, Mose und den Exodus in die unmittelbare Nach-Amarna-Zeit zu verlegen,
lag vor allem darin, Mose als einen Ägypter und Anhänger der Aaron-Religion zu identifizieren und den biblischen Monotheismus aus Ägypten herzuleiten. Auch Thomas Mann hatte sehr gute Gründe für die ungewöhnliche zeitliche Ansetzung seiner Josefsgeschichte. Ging es ihm doch von Anfang an um das große Gespräch, das Josefs Monotheismus mit Echnatons Sonnenglauben konfrontiert. Außerdem sind wir über diese Zeit besonders gut unterrichtet. Das habe ich ja schon gesagt. Und das kam natürlich Thomas Manns Interesse an Exaktheit und Detailreichtum der narrativen Lokalisierung entgegen. Na, also mal gucken. Ja, jetzt komme ich also zu dem dritten Kapitel über das große Gespräch, den Höhepunkt, den sich Thomas Mann für seine Romane ausgedacht hatte. Der Fülle der Quellen begegnete Thomas Mann mit der Fülle und Größe des Erfundenen, dem großen Gespräch, für das nicht die geringste Quelle existiert. In diesem Gespräch wollte Thomas Mann den hebräischen, geistigen und den ägyptischen, sinnlich-kosmischen Monotheismus miteinander konfrontieren. So erwähnt er schon im Jahre 1928, als der erste der vier Josefsromane gerade begonnen war und er sich zu einer Lesung aus schon vorhandenen Kapiteln in Wien entschloss, in seinem in der Wiener Neuen Presse veröffentlichten Wort zuvor, dieses Gespräch als den angezielten Höhepunkt des Ganzen. Ich habe Grund zu hoffen, dass Josef, der Sprössling des jungen hebräischen Monotheismus, sich mit seinem Pharao, dem religiös so kühn begabten Echnaton, gut unterhalten wird. Diese Begegnung hat Thomas Mann also von Anfang an als einen Höhepunkt des Buches und eigentliches Ziel der Höllenfahrt konzipiert, also der Zeitreise. Das große Gespräch. Im April 1941 ist es dann soweit. Das entscheidende Kapitel ist eingeleitet. Das große Gespräch zwischen ihm und dem jungen Amenhotep, das zu Josefs Erhöhung führt, das will mit Bedacht gemacht sein. An dem Folgenden ist da nicht mehr viel zu verderben. Es ist die Seine-Affaire. Nachher kann mir nicht mehr viel passieren, schreibt er an seine Übersetzerin. Dann weiter an Agnes Meyer. Also Agnes Meyer ist die Frau des Inhabers und Herausgebers der Washington Post in der Zeit, die sich da als seine Wohltäterin angeboten hat. Also an die schreibt er nun über die Arbeit an dem großen Gespräch. Das Hermes-Motiv, Mond, Schelmen und Mittlermotiv tritt nun in aller Ausführlichkeit und Vollinstrumentation hervor. Und dann immerhin, jedenfalls habe ich heute geduldig und heiter an dem großen Gespräch zwischen einem Hotep und Josef weitergeschrieben. Die Produktion gewährt Genuss, nicht so sehr durch sich selbst, als durch das Sinnen und Denken, das sie begleitet. Und dann wird es aber schwierig. Mein Kopf ist schändlich müde. Alles muss ich ihm abbringen. Das ist jetzt schon 1941. Und zwingen. Und bin vielleicht im Begriff, dies verdammte Religionsgespräch zu verderben, weil ich mich in Sackgassen verrenne und aus Müdigkeit die Motive sich mir verwirren. Die Szene war sehr schwer zu arrangieren. Und so gut, wie ich gedacht hatte, ist sie nicht geworden. Aber vielleicht immer noch gut genug. Dann schließlich, es ist nun, wie es ist. Vielleicht wäre es besser geworden, wenn ich es nicht einer argen Müdigkeit hätte abgewinnen müssen. Worin bestand diese Schwierigkeit, die Thomas Mann so zu schaffen machte? Sie bestand in dem Plan, in seinem großen Gespräch mit Pharao, das schrieb er in seinem Vortrag über Josef und seine Brüder. In seinem großen Gespräch mit Pharao gehen die Mythologien aller Welt, die hebräische, babylonische, ägyptische, griechische, so bunt durcheinander,
dass man sich kaum noch darauf besinnen wird, ein biblisch-jüdisches Geschichtenbuch vor sich zu haben. Und dann an Karl Kerenyi, der hatte ihm ein Buch zugeschickt, das göttliche Kind, das geht über Hermes. Dieses Buch hat er sofort in das große Gespräch eingebaut. Ja? Also Echnaton erzählt Josef den Hermes-Mythos nach Kerenyi. Und an Kerenyi schreibt er, im Übrigen gehen gerade in diesem letzten Bande die Mythologien, die jüdische, ägyptische, griechische, so ungeniert durcheinander, dass es auf eine Lizenz mehr oder weniger nicht ankommt. Also was war das Problem? Thomas Mann glaubte an die Einheit des Menschengeistes. Im Monotheismus, dem biblischen und dem echnatonschen, geht es aber um Differenz. Darum werden die Götter vertrieben, die Bilder gestürzt, die Mythen verbannt. Im großen Gespräch geht alles wieder durcheinander. Auf der einen Seite soll die Amarna-Theologie, deren Grundtext, der große Hymnus, mit Sätzen aus dem Johannesevangelium durchwirkt wird, auf die christliche Botschaft vom Gott der Liebe hin durchsichtig werden. Auf der anderen Seite aber soll sich Josefs mythische Identität nun ins Hermeshafte wandeln. Aber auch mit den literarischen Lizenzen des Romans ließ sich Thomas Manns Vision einer Einheit des Menschengeistes in Form dieses Gesprächs schwer realisieren. Ja, nun habe ich das vierte Kapitel angekündigt und wohl weiß die in Klammern gesetzt. Ja, darauf kann ich hier nicht eingehen aus Zeitgründen. Das ist so interessant, dass das Stoff für einen ganzen anderen Vortrag bietet. Das kann ich, muss ich jetzt einfach überspringen. Also kurz gesagt ist die biblische Josefsgeschichte nicht nur eine Sache der Kapitel 37 bis 50 im Buche Genesis, sondern ist in sich ein literarisches Meisterwerk, ein Werk der altorientalischen Literatur. Und das Besondere dieses Werkes ist nicht nur seine kunstvolle Komposition, sondern die psychologische Innenbeleuchtung, ja, der Charaktere, die Ängste, die Rührung, diese ständigen Tränenergüsse Josefs. Also der Verfasser, der unbekannte Verfasser des Buchs Josef, ja, war der Thomas Mann seiner Zeit, kann man sagen. Also da kamen sich zwei Dinge sehr entgegen. Aber darüber ein anderes Mal, das führt jetzt zu weit. Dafür gehe ich gleich über zum fünften Kapitel. Als Thomas Mann am 5. Januar 1943 endlich den Schlusssatz unter den letzten Roman seines Josef-Zyklus setzte, brach er seine Morgenlandfahrt noch nicht gleich ab und räumte seine umfangreiche ägyptologisch-orientalistisch-bibelwissenschaftliche Bibliothek, die man hier in Zürich im Thomas-Mann-Archiv besichtigen kann, die er für das Josef-Projekt um sich versammelt hatte, noch nicht leicht beiseite, um für sein neues großes Projekt Dr. Faustus Platz zu schaffen, sondern macht sich an ein Auftragswerk, für das er diese Bibliothek noch einmal brauchte. Denn darin sollte es um Mose gehen, also um eine Art Fortsetzung des biblischen Stoffes, um das zweite nach dem ersten Buch Mose, um den Auszug aus nach dem Einzug in Ägypten. Ein amerikanischer Journalist plante einen Film über die 10 Gebote, den er dann aber mangels ausreichenden Budgets als Buch realisierte. Also Armin Robinson, The Ten Commandments, 10 Short Novels of Hitler's War Against the Moral Code.
10 prominente Schriftsteller wurden eingeladen, eine Kurzgeschichte zu einem der 10 Gebote beizutragen. Darunter kein geringerer als Thomas Mann, der das erste Gebot behandeln sollte. Als Honorar wurden ihm $1.000 angeboten, damals sehr viel Geld, die Thomas Mann sehr gut gebrauchen konnte. Ziel des Buches war, die Welt über den wahren Charakter des Hitlerkriegs als eines Frontalangriffs auf die menschliche Zivilisation, Recht, Moral und Religion überhaupt aufzuklären und aufzurütteln. Das bot Thomas Mann die Gelegenheit, einen Punkt nachzuholen, der bei seiner Morgenlandfahrt offen geblieben war. Darin sollte es ja nicht nur um die Schaffung eines Raums zu freiem Atmen gehen, sondern auch um Ausdruck von Widerstand. War das Josefswerk gegen die Zeit angeschrieben? Also Andreas Kircher sprach ja schon von einem Kontrapunkt. Genau das ist es. Und er richtete eine Gegenwelt zur immer unerträglicheren Gegenwart, stellte die Mosewelle dagegen nun auftragsgemäß eine engagierte politische Intervention in die Gegenwart dar. So endet sie denn auch mit einer förmlichen Verfluchung Adolf Hitlers als des aktuellen Anti-Mose, des Zerstörers von allem, was Mose aufgebaut hat. Thomas Mann greift diesen Auftrag auf, indem er die 10 Gebote universalisiert. Aus der Verfassung des Gottesvolks macht er das ABC des Menschenanstands. In einem Brief an Robert Hartmann vom 7. April 1943 schreibt er, die Tendenz zu irgendeiner Art von Weltorganisation ist unverkennbar vorhanden und nichts dergleichen ist möglich ohne eine bestimmende Dosis säkularisierten Christentums, ohne eine neue Bill of Rights, ein allebindendes Grundgesetz des Menschenrechts und Menschenanstandes, das unabhängig von Staats- und Regierungsformen ein Minimum an Respekt vor dem Homo Dei allgemein garantiert. 5 Jahre später ging dieser Traum in Erfüllung. Als 1948 diese neue Bill of Rights von der UNO in Gestalt der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verwirklicht wurde. Das war nun nicht das Verdienst von Thomas Manns Erzählung, sondern von René Cassin, dem französischen Diplomaten und Juristen, der den Text der universalen Menschenrechte entworfen und dafür 1968 den Nobelpreis erhalten hat. Aber Thomas Manns unermüdliche Appelle an den Geist der Humanität, gerade auch in seinen Josefsromanen, sind ein tiefsinniges und eindrückliches Kulturdokument dieser neuen humanistischen Grundlegung. Vielen Dank. Drei Dinge bleiben mir zu tun hier. Erstens zu danken. Du hast es ja gehört, wir sind begeistert und wir sind bereichert um diese Zusammenlektüre einerseits, dieses Blickes in die Geschichte, in die Zeit, tief zurück in die alte Welt und zugleich die Verschränkung dieses Blickes mit der Zeitgeschichte, mit der Gegenwart, hier nochmals so deutlich, wie man es sagen kann, gesagt. Das hat, glaube ich, sehr beeindruckt und dafür danke. Und ich möchte aber an der Stelle nicht nur dir, lieber Jan, danken, sondern auch von meiner Seite noch Tobias Amslinger und allen Mitarbeitern des Thomas Mann Archivs, die sehr viel getan haben dafür, dass diese Veranstaltung so stattfinden konnte. Ganz herzlichen Dank.
und natürlich Ihnen, dass Sie gekommen sind und zuhören. Das Zweite neben dem Dank ist, wir nehmen dich gern beim Wort, nämlich dass da noch ein Vortrag in petto ist, nämlich über den biblischen Josef, also der Geschichtenerzähler. Diese Geschichte nicht jetzt, sondern ein andermal, wir kommen darauf zurück. Und das Dritte ist, dass ich die Einladung von Raphael Ball gern nochmal wiederhole, dass jetzt draußen ein Apero bereitsteht und wir nicht hier diskutieren im Plenum, sondern dann untereinander im kleineren Kreis. Dafür will ich Sie gerne auch einladen. Vielen Dank nochmals.